Manchmal gibt es Situationen in unserem Leben, die uns entmutigen wollen, wo wir nicht mehr so richtig die Hoffnung darin sehen, weiterzumachen. Vielleicht geht es dir gerade jetzt so, dass du dich in eine Situation mit Menschen oder mit Dingen oder mit vorhandenen Sachen hineinbegeben hast. Du hast dich so richtig da rein gestresst und dann entdeckst du auf einmal, oh, es ändert sich nichts. Die Dinge bleiben so, wie sie sind, oder manchmal erscheinen sie sogar so, als wären sie rückläufig. Und dann macht sich das Gefühl in uns breit, es macht keinen Sinn. Es ändert sich ja doch nichts. Das wird alles beim Alten bleiben. Ich höre am besten damit auf. Ich brauche auch nicht mehr zu beten, denn der Mensch ändert sich nicht, die Situation ändert sich nicht, alles bleibt beim Alten. Heute ist ein Tag, wo ich dir sagen möchte, du kannst wieder neu starten. Du kannst wieder die Zuversicht und die Hoffnung in deinem Herzen fassen, dass der Herr die Dinge ändern wird und ändern will. Im Matthäus-Evangelium lesen wir, bittet, so wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden und klopft an und es wird euch aufgetan werden. Das ist ein Bibelvers, den hast du vielleicht schon 100-mal gehört. Und vielleicht hast du gedacht, das funktioniert bei mir nicht. Das funktioniert nur bei den anderen. Trotzdem, dennoch, heute ist ein Tag, wo du sagen kannst, stopp, nein, damit höre ich auf. Sondern ich berufe mich darauf, dass der Herr gesagt hat, wenn ich bitte, wird er mir geben. Wenn ich anklopfe, dann wird die Tür aufgetan werden. Und wenn du etwas erwartest von Gott, dann wird er dir geben. Fass neu Zuversicht, Hoffnung, Glauben, dass die Dinge sich ändern werden. Dass die Dinge zu deinem Besten sich entscheiden werden. Dass der Herr Türen öffnen kann, die niemand schließen kann. Dass wirklich Menschen verändert werden können. Dass Situationen sich verändern. Dass es Veränderungen in deinem eigenen Leben gibt. Dass die Dinge, die du vorher von Herzen im Glauben begehrt hast, dass sie wirklich wieder zu dir zurückkommen und dass du wieder neu im Glauben dich ausstrecken kannst an einen Gott, der sagt, sollte mir ein Ding unmöglich sein. Bitte und es wird dir gegeben. Jeder Bittende wird empfangen, jeder Suchende wird finden und jeder, der anklopft, wird eine offene Tür gemacht bekommen durch Jesus selbst. Ich möchte dich sehr ermutigen, Abstand zu nehmen von Frustration, von Dingen, die nicht geklappt haben oder wo sich einfach dieses Gefühl breit gemacht hat. Es ändert sich nichts, sondern dass du sagst, ich werde wieder meine Hoffnung und meinen Glauben und meine Zuversicht auf Gott setzen. Und er wird mir geben. Gott hat mehr für dich.